Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten in der letzten Folge ein Problem. Und zwar hatten wir das folgende Problem, dass wir vollkommen zerstört wurden. Was richtig scheiße war. Planen entfernen. Die Planung mache ich auch erstmal weg. Wir planen jetzt einfach noch mal unseren Raum. So. Wir wurden komplett überrannt. Das war nicht mehr schön in der letzten Folge. Deswegen habe ich noch mal einen Speicherpunkt vorher geladen. Das war echt übel. Das war richtig übel. Haben wir hier bessere Waffen? Wir haben nur so Gammelknarren, ne? Was macht denn meine Produktion? Habe ich hier Schmelzofen? Künstlertisch. Schlachterbank, Elektroherd. Steinmetzbrauerei, Schmelzofen. Die letzte Folge war übel. Letzte Folge war richtig übel. Besessen von Leichenfuhr. Glaubenskrise Nitro. Erschöpfung. Ich mach mal die die Kollegen auch hier. Wegen Ausruhen, Erschöpfung etc. So, so. So und so. Entspannerino. So. So. Meditieren. So. Und Schlafi. So. Kommen die schon wieder? Sind die auch wieder so übel? Aha. Okay. Zumindest nur drei. Letztes Mal waren es vier. Leute. Jetzt Zeit, dass ich an fettere Waffen und Rüstung komme. Wima. Oder noch einer. Gabar. Kommen Sie? Nee, noch nicht. Braune Krabbe. Waffen und Rüstung. Bei dir eigentlich aus. Oh, den haben wir ja bald. Oh, sie kommen. Ah, muss ich hier noch zumachen. Oh. Da ist ja noch einer. Kommt der denn weg? Oh, alle irgendwie Bergbau hier.
Noch einer. Die braune Krabbe haut ab. Nein. Okay. Kappa. Rette Nitro. Boah, das war übel. Das war richtig übel. Neuer Rekrut, Oily. Mörderische Rage, Skangetti. Oh je. Skangetti ist in eine mörderische Rage gefallen. Sie wird Martin töten, wenn sie niemand aufhält. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Ja, mein Gott. Also ganz ehrlich. Fuhr. Luxemburg. Oh oh. Martin, lauf besser um dein Leben, Alter. Notlandung. Das geflohene Reis ist beschädigt. Shuttle-Bauteile. Hightech-Bauteile. Alle an Bord so. Ach nee, kein Bock. Ich muss erstmal gucken, was mit Martin ist. Ob der überlebt. Flüchtling Grache, Quest gescheitert. Sind jetzt alle feindlich? Danke. Alles klar. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße, was ist denn los jetzt in den letzten beiden Folgen? Oh mein Gott, mittendrin hier. Nitro, Vima. So. Kappa. Scheiße. Komische Krabbe ist weg. Neuer Rekrut, Oily. Supergruppe. Mein Gott, Glaubenskrise. Getty macht deine Glaubenssache immer gestoppt und stellt alles in Frage. Konstruktion ver... Was? Schutz... Was? Was geht hier ab? Schlechter Vima. Och Leute, was geht hier ab jetzt auf einmal? Fressattacke. Um die Quest anzunehmen zu können, benötigst du ein freies Schlafgemach zur Erfüllung von Titelansprüche von Akolytenvereins. Das ist mir ein bisschen zu viel. Wieso ist Oily jetzt da drinnen? War da nicht ein anderer drinnen? Einfach erstmal weggeklaut. Sind irgendwelche Belger? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann
Schrottpanzer. Okay, hier hinten ist kühler. Wo auch immer hier 30 Grad sind. Alkohol exist, Tony. Boah, hier geht voll die Party ab, Alter. Panzer dreht durch. Würde ich auch, wenn. Guck mal, hier ist fertig. Aber so war das nicht geplant hier. Muss ich hier noch eine Mauer hochziehen? So, weil die hat sich hier hingestellt und konnte hier hochschießen. So war das nicht geplant. Carlsen, pennt auf dem Boden. Ich habe noch gar kein Kinderbett für Arnie. Wo pennt Arnie überhaupt? Auf dem Boden. Arbeit, Arnie. Okay, wenn ich gerade hier bin, Euli. Ja, passt doch. Entspannen. Bum, bum. Bum, bum. Arbeiten. Meditieren. Sanitätsraum läuft. Starte eine Party des Automatismus. Kann jederzeit ein soziales Ritual, bei dem man Himmelslaternen in die Luft steigen lässt. Die Teilnehmer basteln hölzerne, lassen die dabei. So, einfach mal, warte mal. Carlsen, warte. Ach, leg mich doch am Arsch. Hier, Martin. Hey, kann die keiner wegräumen hier oder was? Scangetti, du bist doch hier der Obermacker, ne? Ah, okay, Hochinquisitor, alles klar. Veranstaltung von Saravati Laternenfest, kann jederzeit starten. Ja, machen wir mal. 100%. Wenn das Ereignis wunderschön und unvergesslich ist, wirst du den Standort eines antiken Komplexes in der Nähe entdecken. Antiker Komplex aufgedeckt. Du benötigst 4 Holz pro Teilnehmer. Du hast insgesamt 64. Was? Kein fucking Holz. Hey, ich hab doch Bäume gefällt. Leck mich doch am Arsch. Zonen, Holzhacken. Los, Holzhacken hier. Ah, hier. Abreißen. Und abreißen. Und abreißen. Und abreißen. Abreißen. Alles, was Holz kostet. Bis auf das Ding. So, das kostet alles unnötige Energie. Hab ich den schon abgerissen? Nein. Teile 2. Meine Batterien sind noch schön voll. Möbel. So.
Sind die Gräber schon voll? Jo, krass. Okay, es geht langsamer voran, als ich dachte. Das gefällt mir nicht. Befehle. Okay, hier wird fleißig gebaut. Das ist gut. Guck mal, ist langsam. Geht aber mit der Verschmutzung und so, mittelmäßig. Ja, weil es jetzt auch sauber ist und so, glaube ich, ne? Ja, weil der hier. Oh, nicht schon wieder. Oh mein Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh mein Gott, so viele. Okay, Zavala. Bumm. Fuhr. Bumm. Nitro. Waffne dich. Oily. Was kannst du? Nix. So. Du kannst auch gern hier bleiben. Ich kann jeden Mann brauchen gerade. Karl. Fernkampf. So. Panzetta, Fernkampf. Oh no. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Fuck. Der haut doch jetzt nicht ab. Der haut ab. Ja, Leute, das wird Rache, ne? Das bedeutet Rache. Das bedeutet Rache, aber sowas von. Was war das für ein Clan hier? Scangetti wurde entführt. Der Romino-Stamm.
Aber sie ist nicht für immer verloren. Vielleicht gibt es sich in den nächsten Tagen oder Jahren eine Gelegenheit, sie zu retten. Okay. Den kloppen wir jetzt nochmal weg. Selber schuld. Ja, der haut auch ab. Okay. Was für Wichser, Romero-Stamm. Gehege nicht umzäunt. Ah, leck mich im Arsch. So. Romero-Stamm. Oh Mann. Scheiße, und dann auch noch Scavalla, ey. Mann. Scavino, Scavalla. Scheiße. Carlson, du bist ein scheiß Flüchtling, du kommst da nicht rein. Ah. Besitzer wählen. Wer pennt denn hier wo? Nitro. Das ist Nitros Bett. Sorry. Wo ist Nitro? Da. Zuweisung aufheben. Neu zuweisen. Arnie. Bumm. Wo pennt denn Pancetta? Pancetta? Nein. Besitzer wählen. Pancetta. So, ich habe die Räume ja nicht umsonst gebaut, ne? Billardtisch braucht Platz. Einer deiner Billardtische steht direkt neben einem Hindernis. Okay, wir gucken einmal. Romero-Stamm oder sowas, ne? Antiker-Komplex, Feldarbeiterlager, Flaschenkürbissiedlung, Romero-Stamm, da. Die Kollegen hier. Okay. Okay, okay, okay. Was forschen wir denn überhaupt mal so? Werkstatt. Hallo? Kopie bauen. Besessen von Leichen. Ah ja, ist okay. Schmieden. Den brauchen wir. Wir gehen jetzt voll auf Schmieden. Wir lernen das, was wir jetzt schmieden, das lassen wir mal hier. Ist ja auch schon gut durch. Und dann machen wir uns an die Waffen. Ich mache hier mal Lager. Alles verbieten. Nein. Verrat. Die Flüchtlinge bei denen haben sich gegen dich gewandt. Es scheint, als hätten sie diesen Verrat von Anfang an geplant. Fuck you. Oily. Was kannst du eigentlich? Nix. So. Au, gegen zwei. Scheiße.
Was ist mit Luxemburg? Wilde Frau. Fuck. Scheiße. Boah, die killen mich. Laden. Alle sind zu drauf gegangen. Wieso ist sie denn auf einmal hier so eine wilde Maus? Ja, guck mal, ich werde hier voll platt gemacht. Ey, dreht hier hinten durch. Wima chillt hier hinten. Nitro chillt auch hier hinten. Er zündet alles an. Ja, kann ich klicken. Alter, gibt's doch gar nicht. Scheiße, ey. Hier läuft ja gar nichts. Okay, hier ist Luxemburg. Warum auch immer. Wilde Frau. Gabba. Inhaftiere Luxemburg. Bitte. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die nicht da war. Hä? Bricht die aus oder was? Übergeschnappt Berserker. Okay, auf die Flüchtlinge muss ich aufpassen. Die wollen mich wahrscheinlich hintergehen. Das ist natürlich nicht so geil. Fick die Henne, Alter. So eine Kacke. Billardtisch braucht Platz. Okay, Leute, ich sehe gerade, ich bin ein bisschen über der Zeit. Ich bedanke mich einmal recht herzlich fürs Zuschauen nach den letzten paar sehr chaotischen Folgen. Ich hoffe, unser Raum hier wird ein bisschen fit. Ach, warte mal, ich wollte noch mal hier eben... Kam ja ein Angriff dazwischen. Warte, das mache ich noch mal eben. Kleidung. Schmelzbares. Rüstung. Hier kommt nur Rüstung rein. Und hier möchte ich gerne... Ach, scheiß drauf, Waffen können die eigentlich. Obwohl, warte mal, hier können Waffen rein. Bis, sagen wir mal, 50%. Waffen möchte ich hier nicht drin haben und... Hier auch nicht. Diese
ganze Stromscheiße war weg, ne? Nice. Kann ich gleich die Betten nochmal zusammenwuscheln? Kann mal einer hier lang doch noch irgendwo Bauteile. Ah nein. Alle sammeln, Jungs. Nein, Ondi. Nitro, was tust du? Nein, Arnie, du gehst hier rein. Der ist auch alleine. Die demolieren jetzt mal die ganze Hütte. Okay. Ich habe schon meine ersten Sklaven, Leute. Tot, Lux. Hallo, könnt ihr den mal killen? Fuck. Scheiße. Okay, noch irgendwo einer. Glaube, sind alle weg. Er haut ab, er haut auch ab. Nein. Panzetta, du machst erstmal rette ihn. Vima, du rettest Nitro. Und du priorisiere Feuer löschen. Das Wichser. Alter. Fange Barkeeperin ein. Wie wir die Alte einfangen. Was? Tod, Lux, Verwirrung. Ich habe meine ersten Sklaven, Leute. Die wollten mich ficken, dann fick ich die zurück. Fuck. Behandelt Nitro. Ja, ja, behandelt erstmal unsere Leute. Oh, Euli lebt auch noch. Oh, Scheiße. Rette Steinhauer. Karls in Luxemburg. Scheiß auf die anderen. Wir müssen jetzt alle am Leben retten. Oh, fuck. Ich wollte die Folge schon beenden. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das alles überlebe. Durch extrem heiße Luft.
Oh, was? Scheiße. Fuck. So, der muss auch da raus, dringend. Arni, du machst das echt super. Ich glaube, wir sterben alle. Kannst du Arzt spielen, Arni? Nee, du kannst nur Patient. Holy smoly. Prima. Keine Zeit für Quatsch. Okay, anscheinend. Fange Tony Diebin ein. Das ist auch Gefängnis, ne? Ja. Arni. Du fängst den ein. Eieiei. Kolonisten nicht beerdigt. Oh no, Nitro ist tot. Fuck. Okay, Leute, ich werde die Folge hier beenden und ich lade nochmal einen anderen Spielstand. Oh mein Gott, wir müssen definitiv erstmal an Waffen reinkommen. Scheiße. Okay, Freunde. Ja. Ich glaube, Nitro ist nicht der Einzige, der sterben wird. vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.